Dass Wissen, Lehre und Lernen an einer technischen Universität tagtäglich kombiniert wird, ist irgendwie klar. Aber einmal im Jahr wird hier auch die Nacht zum Tag. Die Nacht die Wissenschaft. Die Besucher erfahren Wissenschaft am eigenen Leib, können Lasertechnik selbst ausprobieren oder in einen Altersanzug schlüpfen. Was sie hier anhat, sind Gewichte, einfach um diese Muskelreduktion darzustellen. Dann die Einschränkungen in den verschiedenen Gelenken, also Knien und Armbeugen, um einfach auch im alltäglichen Handhaben zu sagen, das ist halt einfach eine Einschränkung, weil die Beweglichkeit und die Verkürzung der Sehnen halt im Alter auftritt. Die Brille dient eigentlich hauptsächlich dazu, dass man simuliert, dass man eine Reduktion Sehfähigkeit hat. Was jetzt halt am meisten behindert, sind eher die Gewichte. Gerade so am Bein ist es doch schon recht ungewohnt und fürs Gleichgewicht wirklich etwas merkwürdig. Wofür er dann normalerweise verwendet wird, ist, dass man zum Beispiel bei Einkaufsmöglichkeiten Testkunden sozusagen mit solchen Anzügen in die Geschäfte schickt, um zu gucken, sollte man da was reorganisieren. Und auch die ganzen Äpfel dienen der Wissenschaft. Wir führen hier einen medizinischen Laser vor und wollen ein bisschen demonstrieren, wie also der Laserlicht-Gewebewechselwirkung ist. Es erwärmt das Gewebe und das Gewebe verdampft und dabei entstehen gewisse Schichten, in denen das Gewebe verbacken wird. Das heißt, es blutet nicht, der Arzt sieht viel schöner, was er da jetzt eigentlich macht. Und wir führen das hier jetzt in Form von Äpfeln vor, weil einfach es deutlich besser riecht, als wenn wir das mit organischem Gewebe machen würden und weil alle Effekte auch so gut zu sehen sind. Das Campus-TV-Team kreierte so den allerersten gelaserten Campus-TV-Apfel. Staunende Gesichter auch bei den Chemikern. Eifriges Köcheln ist angesagt. Ich gefriere gerade für Stickstoff Erdbeereis. Durch Schallwellen demonstrieren, wie sich ein nicht-tötendes Fluid verfestigt. Und das ist einfach das Prinzip vom Bubble Tea. Eine Kostprobe des Bubble Teas gab's gratis. Prost! Wir erleben heute die dritte Nacht der Wissenschaft. Man kann resümieren, die dritte Nacht war eine besonders gelungene Nacht. Und das, was wir uns eigentlich darunter vorstellen, das Zusammenwachsen von Stadt, Region und Universität gelingt auf diese Art und Weise vorzüglich, insbesondere durch ein reichhaltiges Programm, bei dem diejenigen, die mitmachen, das Gefühl vermitteln, das ist nicht nur gut, was wir hier machen, sondern es macht uns auch Freude.